Arantxa Sánchez, das unbändige spanische Temperamentsbündel. Weder auf dem Platz noch in der Disco steht sie lange still. Dennoch wäre sie in ihrem Bewegungsdrang in Hamburg beinahe schon in Runde 1 gestoppt worden. Hätte die an Position 163 der Weltrangliste geführte bulgarische Qualifikantin Jelena Wagner diesen Ballwechsel zur 40:0-Führung bei 6:5 Vorsprung im dritten Satz genutzt, dann wäre die Titelverteidigerin wohl ausgeschieden. Doch hier wendete sie das Unheil ab und gewann schließlich im Tiebreak. Typisch für die Weltranglistenzweite, aber auch ihre natürliche Herzlichkeit. Szenen wie diese verdeutlichen am besten, wieso sie trotz aller Verbissenheit während des Matches so beliebt bei den Kolleginnen ist. Nach Siegen gegen Bettina Fulke und Laila Mechki steht sie heute im Halbfinale gegen Sabine Haack. Gegen eben jene Spielerin, die sie erst vergangenen Samstag mit 6:1 und 6:0 im Halbfinale von Barcelona geschlagen hatte. Guten Morgen, Arantxa. Machst du es heute genauso kurz gegen Sabine wie letzten Samstag in Barcelona? Ich hoffe, ja. Ich spiele sehr gut im Moment und ich probiere noch einmal, gehe so schnell nach Barcelona. Hast du sie gesehen gestern? Nein, warum? Ich habe doppelt gespielt und ich habe nicht gesehen, aber ich kenne Sabine sehr gut. Ich habe so viel mal gespielt gegen die anderen und ich wollte das Spiel gut, wie aggressiv und gewinnen. Sie liegt dir ganz gut, ja? Oder du liegst ihr nicht so gut? Ja, ich denke vielleicht, ich bin eine sehr starke Spielerin und du machst Spiel sehr gut. Aber ich denke, das ist ein anderes Turnier, ja? Und ich wollte konzentrieren, das Spiel sehr gut und probieren, so gehst du noch einmal zum Finale. Ihr neuer spanischer Trainer Gabriel Urpi versuchte ihr dafür, heute Morgen noch die nötige Lockerheit zu verleihen. Als ob das bei einer wie ihr überhaupt erforderlich ist. Irgendwie wirkte sie schon vor Stunden, als könne sie den Beginn des Halbfinals überhaupt nicht mehr abwarten. Ich spiele aggressiv und werde gewinnen, sagt Arantxa Sánchez gegen Sabine Haack. Wir werden es gleich sehen. Eberhard Figemeier ist ihr Kommentator. So, dann haben wir die beiden, liebe Zuschauer, die sich insgesamt zum 6. Mal gegenüberstehen. Alle Begegnungen hat Arantxa Sánchez glatt gewonnen, die 22-Jährige aus Barcelona. Nummer 2 der Weltrangliste und damit also auch natürlich die Nummer 2 der Setzliste hier. Ihre Gegnerin Sabine Haack, vielleicht die Nummer 2 im Moment, zumindest auf Sand. Ja. An 6 gesetzt hier, 24 Jahre alt, einen Monat jünger als Steffi Graf. 17 auf der Weltrangliste und auch die Bilanz dieses Jahres ließ sich sehr positiv. Sie gewann ein Turnier in Houston. Stand im Halbfinale von Barcelona, wo sie, wie vorhin gehört, Arantxa Sánchez Vicario unterlag, aber dabei Conchita Martinez besiegte. Die erfolgreichste Saison für sie überhaupt bisher, muss man sagen. Und ihr Trainer Damian Cencillo ist davon überzeugt, dass sie möglicherweise auf Sand sogar zu den besten 5 gehört. Die einzige, mit der sie immer Schwierigkeiten hat, ist Arantxa Sánchez Vicario. Und Sabine Haack hat gestern noch gesagt, sie liegt mir nicht, ich liege ihr offensichtlich. Das ist ihr Trainer, Damian Cencillo. Und ich muss mir über Nacht jetzt endlich mal was einfallen lassen, damit die Spiele etwas enger werden. Wollen wir mal sehen, ob ihr tatsächlich was eingefallen ist. Wenn das so weitergeht, dann darf man davon ausgehen, dass diese Begegnung vielleicht doch etwas ausgeglichener wird. Herrlicher, beidhändiger Rückhand-Cross, 30:0.
Spielen. Führung für Sabine Haack, die ihr Service zu Null durchgebracht hat. Ihre Stärken sind sicher ihre Ausgeglichenheit. Sie ist sehr laufstark, in der Beinarbeit fast so gut wie Steffi Graf. Und ihr hat gestern auf die Frage meines Kollegen Ariston Celi, wer denn nach Steffi Graf die hübschesten Beine im Damentennis hat, gesagt, vielleicht Sabine, und damit meinte sie sich. Besticht durch eine kluge Matchführung, das war vor allem im deutsch-deutschen Prestigeduell gegen Anke Huber zu sehen, dass sie 6 zu 3 gewann. Aber man muss dazu sagen, Anke Huber hatte nach einer dreimonatigen Verletzungspause doch einen deutlichen Spielrückstand. Ihr hat die Matchpraxis gefehlt und deshalb hat Huber auch gesagt, Sabine Haack war für mich die Favoritin. Ihre beidhändige Rückhand ist sicher nicht von schlechten Eltern. Und wenn etwas nicht so ganz so stark ist, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, dann ist es die Härte ihres Aufschlages. Der direkte Vergleich, Sie sehen es, 6:0. Das Ergebnis von der vergangenen Woche in Barcelona. Es gab ein einziges enges Match auf Sand. Die Ergebnisse kamen alle auf Sand zustande. Und das war 1990, 6:2, 6:4. Ähnlich souverän gewinnt die Titelverteidigerin Arantxa Sánchez Vicario ihr erstes Aufschlagspiel. Auch sie, wie Steffi Graf, im 8. Jahr hintereinander hier in Hamburg, stand 3-mal im Finale und hat 1-mal gewonnen vergangenes Jahr. Sabine Haack hält schön dagegen. 0:15.
15:30, 15:30. Zwei Breakchancen für Arantxa Sanchez. Wie gesagt hat, natürlich spielen wir ähnlich in der Anlage, aber vielleicht bin ich etwas geduldiger als Sabine. Das war sie zumindest in diesem Ballwechsel. Erstes Break. Arantxa Sanchez geht mit 2:1 in Führung. Sanchez Vicario führt. Da haben wir Sabine Hack, die mit dafür gesorgt hat, dass dieser Samstag, der 30. April, ein ganz bemerkenswerter im deutschen Tennis ist. In München zwei Herren im Halbfinale, Michael Stich und Bernd Karbacher. Und hier zwei Damen, Steffi Graf, die ihr Halbfinalspiel gegen Jana Nowotnaja schon gewonnen hat. Und zum ersten Mal in Hamburg in dieser Vorschlussrunde Sabine Hack. Out. 15. Wobei über das Fernsehen das Tempo dieses Spiels gar nicht so richtig rüberkommt. Arantxa Sanchez ist wirklich eine Spur konstanter, aber das gibt oft den Ausschlag. Auf den Beinen ist. Vor allem nach dieser Rückhand-Longline vorhin, die sie noch erlaufen konnte. Und dann jetzt dieser beidhändige Rückhand, den Arantxa Sanchez nicht mehr übers Netz bringt. 40-30. Thank you.
Sanchez-Vicario. 3:1 Führung für die Titelverteidigerin. 3:1. Glück hat sie auch noch. 13 Minuten dauert dieses zweite Halbfinale bisher. Beide Spielerinnen irritieren sicher jetzt diese Windböen. Arantxa Sanchez macht sich im Moment ein bisschen den Sand aus den Augen. Vor allem auf der Stirnseite des Platzes, dort wo die Spanierin steht, macht sich der Wind besonders bemerkbar. 15 beide. Halt. Die Schläge der Spanierin sind immer ein wenig härter, ein wenig platzierter, sodass Sabine Haack im Verlaufe solcher längeren Ballwechsel langsam aber sicher in die Defensive gerät. Einstand. Hier hat Sabine Haack mal mit etwas mehr Mut zum Risiko probiert. Zunächst dieser öffnende Ball auf die Vorhand, dann zweimal die Rückhand angespielt oder anzuspielen versucht. Zweite Breakchance, Sanchez. Out.
Spiel. Und er ist zu lang. Zum zweiten Mal verliert die Ravensburgerin ihren Aufschlag. Arantxa Sánchez Vicario geht mit 4:1 in Führung. Sabine Haack hat im Alter von 6 Jahren mit dem Tennis begonnen. Ihre Eltern lebten damals in Amerika. Hat 1983 im Europameisterschaftsendspiel der Junioren gestanden, gegen eine gewisse Steffi Graf damals. Es gab eine Phase in ihrer Karriere, wo sie stagniert hat, aber die letzten 2, 3 Jahre hat sie sich wirklich mächtig auf den Weg nach vorn gemacht. Aber hier im Moment, da sieht man dann doch deutliche Unterschiede noch auf dem wirklich letzten Weg zum Durchbruch zur Weltspitze. Arantxa Sánchez, die von sich sagt, ich spiele wohl etwas aggressiver. Womit sie sagen will, ich riskiere mehr, ich spiele angriffsfreudiger, denn aggressiv ist für mich etwas negativ belegt. Und sie spielt vor allem in den entscheidenden Bällen einfach sicherer. Die Titelverteidigerin ist nach Steffi Graf in diesem Jahr die erfolgreichste im Damen-Circuit. Am letzten Sonntag noch einen Sieg im Finale in ihrer Heimatstadt in Barcelona. Endspielgegnerin Iva Majoli, auch die hat sie glatt in 2 Sätzen besiegt, ebenso wie Sabine Haack im Halbfinale. Fehlerfreies Flugballspiel bisher bei Arantxa Sánchez Vicario, die ja gleich noch mit Jana Novotná im Halbfinale des Doppels hier antreten muss, gegen Golarsa Paz. Sánchez wartet, bis ihre Chance da ist, bis die Bälle von Sabine Haack kürzer werden und nutzt diese Chance aus dem Mittelfeld heraus mit einem präzisen, beidhändigen Rückhand. Ball im Aus und damit 5:1 Führung für Arantxa Sánchez Vicario. Eine klare Geschichte im Moment. Es gibt ja einen langen Sportnachmittag im ZDF. Wie es weitergeht, sagt Ihnen jetzt Magdalena Müller. Spitzentennis im ZDF am Roten Baum in Hamburg, präsentiert von Citizen.